Servus Christi und herzlich willkommen in Direwolf 20 Pack in Minecraft. Schön, dass du wieder mit dabei bist und mir so zuschaust, was ich so treibe. Und ja, ich war ein bisschen fleißig, war noch mal ein bisschen unten, hab so Dings gemacht. Sag schon gemeint ein bisschen. Genau, jetzt bin ich hier gerade dabei, das Eisen hier durchzuschießen, damit das hier halt verarbeitet wird. Ich habe auch einen Haufen Kobble. Das passiert mir doch immer wieder hier. Das war so lästig. Toll. Noch ein bisschen weiter weg. Vielen Dank. So, jetzt kann ich. Ich habe auch einen Haufen Cobblestone und so. Das hat zwei Sachen, die ich jetzt gern machen möchte. Ja, ich habe ein bisschen in den Mods rumgesucht, deswegen ist das hier noch. Ich würde gerne eine Monsterfarm bauen. Ich war jetzt auch mal zwei Nächte draußen und habe gekämpft, gemacht, getan und habe zu meinen zwei vorherigen Enderperlen tatsächlich noch zwei dazu bekommen. Das ist mir zu wenig auf Dauer. Das ist nervig. Das macht keinen Spaß. Und ja, die Enderlilie wächst ja auch nicht richtig, ne? Die braucht ja auch immer viel zu lang hier. Da, ach. Genau, und deswegen möchte ich mir eine kleine Monsterfarm bauen, die hier irgendwo jetzt nicht so irgendwo ist, wo wir sie immer gleich sehen. Vielleicht da irgendwo. Dann möchte ich hier den Berg noch weiter abtragen, damit wir da eine schöne große Fläche haben, wo wir dann endlich mal anfangen können, ein Haus zu bauen. Damit man hier, dass das Ganze einfach besser ausschaut, genau. Jo, und ich möchte, was ich nicht auch festgestellt habe, lass mich rein. Kohlemäßig schaut es bei mir jetzt ziemlich dünn aus inzwischen. Und ich kann hier nicht die ganze Kohle verbrennen. Vor allen Dingen, weil ich die eigentlich auch lieber für die Ender haben möchte, für die Enderlili, ne? Gut. Genau, und deswegen habe ich schon mal einen Haufen Cobblestone. Und was ich nämlich machen möchte mit der Monsterfarm, da gibt es so geile Dinger hier, das nennt sich so Spikes. Und ich will die Diamanten machen, weil da kommen so Player-Kill-Only-Sachen raus aus den Monstern. Sprich, ich baue die Farm und die fallen dann da drauf und sind tot. Und ja, das würde ja schon mal ganz nice sein. Und da hoffe ich, dass dann mal ein großer Amount an Enderperlen schon langsam aber sicher kommt. Was ich da auch noch brauche, sind so, ich glaube, die sind bei Dark Utilities drinnen, genau hier diese Vector Blades. Die sollen die Monster dann da reinschieben. Das zeige ich euch dann, wenn ich es fertig gebaut habe, wie das genau läuft. Und was wollte ich noch? Um den Berg abzutragen, bräuchte ich einen, Bilder. Ja, einen Bilder von RF-Tools. Ja, schaut, da brauche ich auch schon eine Enderperle. Gut, da habe ich jetzt vier Stück. Das würde funktionieren. Bricks ist kein Thema. Das ist alles kein Thema. Haben wir alles, das können wir bauen. Und für den Builder, da gibt es nämlich dann so coole Templates. Oder heißt das Template? Ah, wir machen mal RF-Tools. Da findet man es leichter. RF-Tools. Da gibt es hier diese Shape. Genau, und diese Shape-Card. Die sagt dem Ding dann, was es tun soll. Da muss ich nur gucken, dass ich die richtige finde. Damit bauen wir dann den Block ab, da draußen, also den Berg. Und später können wir das Ding als Quarry benutzen. Hier, das sind die Quarry-Dinger hier, ne? Und dann wird es interessant. Und zum Speichern brauche ich auch was. Und genau, und alternative Energiequelle. Eine regenerierbare Energiequelle, die, es wird schon wieder dunkel, hier die Baumfarm betreibt, sich automatisch immer Energie besorgt. Wir machen dann da so Holzkohle draußen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen. Das Erste ist, ich gehe mal schlafen. Ne, das Erste ist die Monsterfarm. Ich baue jetzt erstmal eine kleine Monsterfarm und dann bauen wir hier, kümmern wir uns um die Baumfarm, dass die automatisiert ist. Und dass wir dann einen immerwährenden tollen Rohstoff Holz haben, der uns Holzkohle macht und so. Das ist schon eine coole Geschichte dann. Und ich baue die. Die muss auch gar nicht so hoch sein. Wenn ich die Spikes nehme. Ich könnte die auch in den Berg da reinbauen, da fällt es nicht so auf. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Genau, also ich baue jetzt eine. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar andere Tools. Ich brauche noch eine kleine Schaufel. Muss mir endlich auch mal bauen. Das machen wir jetzt als Erstes noch. Schauen wir mal schnell. Machen wir doch noch hier den Schaufelkopf. Ich brauche noch einen kleinen Schaufelkopf. Und jetzt habe ich keine Patterns mehr. Das, ja, fängt schon wieder gut an hier.
So. Ich habe hier noch ein paar Sticks. Und ein paar solche. Vier reichen, glaube ich, erstmal. Dann bauen wir nämlich noch ein kleines cooles Teilchen. Ups. Für uns, das ist jetzt den Schaufelkopf, habe ich. Und ich brauche noch den kleinen Axtkopf. Genau, und den Rest haben wir eh. Und dann brauche ich, muss mal schnell schauen, das ist nämlich er hier, der Madoc. Und der Madoc ist eine Schaufel, eine Axt und eine Hoe in einem Ding. Und das ist doch eigentlich eine coole Geschichte. Ich habe doch hier noch so eine Wooden Rod. Wer sagt's denn? Alles da, was wir brauchen. Und nachdem der jetzt nicht so toll sein muss, können wir den erstmal aus Stein bauen. Ich glaube, das reicht erstmal, den aus Stein zu bauen. Dann machen wir doch das mal kurz. Den können wir immer noch updaten, wenn es ist, ne? Mein Madoc. So. Time to farm. Aha. Also wie gesagt, es ist jetzt hier eine ganz normale Axt. Wie man sieht. Es ist hier eine ganz normale Schaufel. Und wir können natürlich hier mit Rechtsklick Farmland machen. Tolles Teil, ne? Und mit dem kann ich natürlich ein bisschen feiner arbeiten als mit dem großen anderen. So, da ist meine Lava. Wie weit geht denn die? Die Höhle ist gar nicht so groß. Ich könnte die Monsterfarm hier reinbauen. Dann steht die nicht so dumm in der Gegend. Obwohl, die kann eigentlich auch dumm in der Gegend rumstehen. Ich habe so viel Steine, dass ich das locker machen kann. Dann bauen wir die. Wo bauen wir es denn hin? Ach Gott. Ich möchte eigentlich auch nicht. Ich möchte da nicht immer so weit laufen müssen. Ich muss es ab und zu kontrollieren. Die bauen wir da hinten hin. Das sieht man sie dann auch nicht so, ne? Also wir machen eine kleine Monsterfarm. Die hier zwei Dinger in der Mitte hat. So. Da lassen wir erstmal offen. Genau, und so werden wir das Ding bauen. Also ich baue mal und wenn die interessanten Sachen kommen, dann schalte ich wieder ein, weil bis jetzt wird es relativ langweilig werden, wenn ich hier so ein Ding baue. Ich baue nur eine kleine, das muss eigentlich reichen, so nach hinten und nach drüben. Mal gucken. Also ich fange hier mal an, die Monsterfarm zu bauen und ja, so kurz vor der Fertigstellung und für die Betriebnahme hole ich euch dann wieder dazu. Bis gleich dann. Sodala, die Farm hinten steht soweit. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen anderen Sachen basteln. Deswegen seid ihr wieder mit dabei. Ich nehme jetzt die Diamant-Spikes, weil die sind halt mal richtig gut. So, drei Diamantschwerter. Eins. Zwei und drei. Ein Diamantblock. Und schon können wir die Dinger bauen. Wow, das war jetzt teuer, ne? Die Hälfte der Diamanten weg. Passt. Passt. Kein Problem. So, die kommen jetzt da rein. Und wenn die Viecher da drauf fallen, ich glaube, selbst wenn ich jetzt da drauf falle, ist das... Tut mir das... Ja, es tut weh. Seht ihr? Hm. Okay. Gut, das ist der Teil. Dann... Erstmal mal schnell den Apfel. Die Bäume habe ich auch gerade weg und ich wollte das nicht hinschmeißen. Weil mit denen haben wir es dann gleich noch ganz andere Sachen vor. Okay, jetzt brauche ich noch zwei Dinge und dann könnte die Monsterfarm zum Laufen kommen. Vor allem muss ich oben da noch zumachen. Ich brauche jetzt einen Transfer-Node von Extra Utilities und zwar für Items. Und dazu brauche ich mal sowas hier. Und dazu brauche ich Stone Slabs. Oh. Kriege ich die hin? Jawoll. Dann waren das hier zwei Glas. Die habe ich schon mal vorbereitet vorher. Und was war es noch? Ein Redstone. 64 gibt es da davon. Oder hat der mir jetzt... Nee, ich habe ja nur zwei Glas gehabt. Echt? 64? Tatsache. Wow.
Okay. Brr. Kiste. Transfernote immer noch. Kiste. Die zwei Steine sollten drin sein. Yes, sind sie. Und. Okay, dann brauchen wir noch ein World Interaction Dingenskirchen. World. Na, wie heißt denn das dann? Was hat doch das früher geheißen? Extra Utilities. Extra U. Es macht mich nicht schwach. Wie war denn das jetzt? Yes, I'm very gut vorbereitet, gell? Wie gibt es das nicht mehr? Angel Ring. Die braucht Power. Seit wann das denn? Egal, das ist was anderes. Ich lasse mich schon wieder gerade ablenken. Ich suche eigentlich ein Ding, was ich da reinstecken kann. Es kann ja nicht sein, dass die Transfer-Node. Da gab es doch immer ein World Action, World Interaction Upgrade. Da. Upgrade Mining heißt es jetzt. Okay, was bist du? Upgrade Base. Upgrade Speed. Allows Mining of Cobblestone and Pumping of Water. Oh, das braucht auch Power. Hätte ich mich vielleicht mal vorher drum kümmern sollen. Verdammt. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal interessant. Das geht ja gar nicht mehr so wie früher. Ach, schade. Ja, cool. Ja, sowas. Und es braucht irgendeine Art von Power. Und ich glaube, ohne tut die Transfernode überhaupt nichts. Ne? Ich muss. Allows Mining of Cobblestone Pumping. Früher hat man das einfach hingegangen. Das probiere ich jetzt aus. Oder gibt es ein Dings noch? Oh Mann, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ihr merkt es gerade, ne? Gibt es ein Vakuum hoffbar noch? XP Vakuum, Vakuum Chest. Vakuum Chest. Was machten die? Pulse nearby Items into ins Inventory. Ja, das wird ja auch gut. Pulsating Crystal. Pulsating Iron Nuggets. Das macht mir irgendwie eine Enderperle und ein Iron Nugget. Okay, ich mache das jetzt, weil ich das haben mag. Weil ich glaube, damit funktioniert das noch, was ich vorhabe. Machen wir es halt so. So. Alloy Smelting, zap, zap, Pulsating. Oh, das ist meine erste Enderperle weg. Ich mache das alles, um Enderperlen zu kriegen. So ist es ja nicht. Ich will nicht schlafen, ich will einen Apfel essen. Hallo? Ein Pulsating Iron. Da hätte ich mir jetzt die Transfernote sparen können. Ja, die können wir später auch noch brauchen. So ist es nicht. Vakuum Chest. XP Vakuum. Der braucht auch gleich so ein Ding. Dann geht mir jetzt die XP erstmal verloren. Das ist aber schon, das stört mich jetzt schon ein bisschen, dass ich das jetzt. Was kann ich denn sonst später noch brauchen? Für die Farming Station brauche ich auch zwei Stück. Alles klar, dies ist das nächste, was ich bauen wollte eigentlich. Au, 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 da gehen die Diamanten aber dahin, du spinn ich. Ja, was machen wir denn jetzt da am dümmsten? Oh, Travel Anchors. Ja, ich brauche Enderperlen, das hilft nichts. Das heißt, wir bauen jetzt diese Vakuum Chest. Achso, ich brauche erstmal dich hier. Dann brauchen wir noch ein Kistli. Nachdem es dieses World Interaction Upgrade nicht mehr gibt, in der Form bauen wir es erstmal was wir können. Dann schauen wir mal. Dann stelle ich die jetzt dahin. Zup, und du bist eine Kiste. Erstmal. Okay. Passt, sitzt, wackelt und ich habe keine Steine mehr. Ach, mit dem anderen, da kümmern wir uns dann später drum, ne? So, Steine habe ich da ganz viele rein. Nein, die nicht. Gib mir bitte Cobblestone. Machen wir da mal.
eigentlich nicht schön, gell, wenn dazu ist, weiß nicht. Wir machen mal dazu. Ah, die hat's, das hast du aufgesaugt? Ja, cool, das funktioniert zumindest mal. Die Frage ist, wie weit funktioniert das eigentlich? Hopp. Okay. Ja, weit genug. Alles klar, kein Thema. Damit können wir leben. Ich zumindest. Machen wir mal zu die Kiste oben. Zeige ich euch schnell, was ich da drin gebaut habe, solange es noch hell ist. So. Ach nein, mir fehlt noch was. Oh Mann, oh Mann. Die Mobs werden nicht freiwillig in meine Falle laufen, wenn ich hier nicht noch diese Schubseteile baue. Schubseteile, genau. Vektor-Dingers oder wie die geheißen haben. Vektor-Teile da. Und dazu brauche ich Zucker. Und Slimeball. Slimeball ist gleichbedeutend mit Reisball. Reis haben wir angepflanzt. Zucker wächst hier auch. Haha. Wer braucht schon Slimeballs, ne? Wenn wir hier Reis haben. Jetzt lebe Actual. Nee. Wie heißt das jetzt? Actually Additions, genau. So. Ein bisschen Zucker holen. Und du bist. Nee, du wächst nicht, gell? So, das hausen wir mal zurück. Also, wenn das dann mal funktioniert, dann bin ich ja schon mal ganz glücklich. Ah, mal einen Haufen Zucker draus hier. Reisseeds brauche ich jetzt nicht. Wie mache ich jetzt hier den Reisball? Mit einem Water Bucket. Bucket habe ich draußen. Wasser. Ja. Wasser. Reisball? Ach, das waren Wasser und vier Dinge außenrum, oder? So irgendwie? Nein. Wie denn dann jetzt? Ich brauche keinen Slimeball, ich brauche den Reisball. Slime, Conklord, Slime. Ach, Ricey Duff ist das. Okay, dann machen wir halt erstmal Ricey Duff draus. Ganz viel. Hallo? Ganz viel. Kriege ich doch jetzt hin, oder? Das waren jetzt vier Dinge außenrum. So, jawohl. Da haben wir ganz viele Reisbällchen. So, mir fehlen die Steinchen, alles klar. Ach so, mir fehlt auch das Wasser noch. Oh Gott, ich bin schon wieder verwirrt. Ich hoffe, das merkt man nicht. Ja, sag einmal. Gehst du da hin? Danke. Jetzt ist mein Eimer da, mein Eimer. Zap. So. Und noch einmal. Gut. Dunkel ist auch schon wieder. So, dann haben wir alles, was wir brauchen. 8. Ich glaube, mit 16 sollten wir auskommen. Dunkel. Schlafen wir mal schnell. Komm. Nicht, dass uns hier jetzt noch irgendwelche Monster auflauen, die wir es gerade nicht wollen. So. Schauen wir, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie drehen kann, so baue ich es jetzt mal einfach so hin. Wir wollen ja, dass die in diese Richtung fahren, ne? Okay, es fährt. Hier, ich fahre, ich habe gerade nichts gemacht, ich bleibe da nur nicht drauf jetzt, weil... Hör mal die Fackel hier. Schau, zupf, wie die Fackel da wegfährt, ha?
So, das passiert jetzt auch dann mit unseren Monstern. Ja, Holzfackel habe ich auch noch dabei gehabt, okay. So, hier drin ist es jetzt dann dunkel. Ach nee, ich habe da unten auch noch eine Fackel drin. Ach Gott. Oder? Da komme ich ja gar nicht mehr hin. Das muss ich hier mal kurz ein bisschen abbauen. Nein, da ist keine mehr. Gut. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher. Und ich meine, wisst ihr ja, ne? So, dann du weg. Nee, du warst ein Dings. Du bleibst da bitte. Die Dinge habe ich übrigens dort hingemacht, damit hier keine Spinnen spawnen, weil Spinnen brauche ich nicht. Ich brauche nur die normalen Monster. Und eine Spinne braucht zwei Platz zum Spawnen, weil die so fett ist. Genau, und deswegen diese Teile hier drinnen. Und ich meine, hier oben habe ich Slabs drauf getan. Ja, das ist so eine alte Gewohnheit von den Skyblock-Welten. Bloß Slabs drauf, damit ja, keine Monster spawnen auf dem Dach von der Monsterfarm. Weil wir sie da nicht haben wollen. Zumindest auf der Skyblock-Map nicht. Ne? Da sind wir froh, wenn wir keine Monster haben, bis auf der Farm. Hier wäre es mir eigentlich egal, aber ja, ist halt so eine Gewohnheit. Die Monsterfarm wird immer abgeschlossen mit Slabs bei mir. Ist halt so. So. Du müsstest jetzt eigentlich ganz, ganz fürchterlich dunkel sein. Und wenn wir jetzt dann da weggehen, sollten eigentlich irgendwann die ersten Monster runterfallen. Wir machen jetzt hier noch einen Slab hin und da einen, dann dunkelt es da drin auch noch. Schauen wir mal, ob es dann funktioniert. So, da ist die eine Fackel rein, die wir vorher mit runter haben schmeißen lassen. Schön. Na, schön ist was anderes, aber doch, passt schon. Okay, dann kommen es hoffentlich irgendwann ganz viele Enderperlen. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. So, der Reis da rein. Die Schleimbällchen mal da, Zucker auch hier, den kann man sicher zum Kraften brauchen. Das ist jetzt ärgerlich. Aber egal, was soll's denn. So, Steinfackel dahin und jetzt habe ich eine Holzfackel. Jetzt habe ich denn eine Holzfackel? Die ist unten irgendwo weggeklaut. Egal. Ja, jetzt halt müssen wir eigentlich uns noch um die Baumfarm kümmern. Dann schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Farming gibt nichts. Farming. Farmer von Actually Additions, der kann, glaube ich, keine Bäume, soweit ich weiß. Den benutzt man mal für was anderes. Like Speed, bla bla bla. Schauen wir mal schnell. Ne, da steht nichts von Bäumen, ne? Genau. Ich glaube auch nicht, dass der das kann. So, wir bräuchten hier die Farming Station von Ender.io. Und da brauchen wir einen ganzen Haufen Zeug. Wir brauchen nochmal so Pulsating-Gedönse. Leider brauchen wir hier nochmal so Pulsating-Gedönse. Das ist eine Enderperle. Eine, dann drei habe ich noch. Also, vielleicht brauche ich zwei. Und dann brauche ich den Slice and Spice, um dieses Ding hier zu bauen. Und der Slice and Spice. Ich hätte auch dahin klicken können, gell? Genau. Der ist ja noch relativ easy. Irgendeinen lustigen Kopf. Schere, Eisenaxt, ein bisschen Solarium, das wissen wir auch schon. Das ist doch, ich will es doch herstellen. Komm. Soul Sand und Gold, das kriegen wir doch hin. Da brauche ich 5 Stück, dann so ein Machine Casing. Ja, ich glaube, den bauen wir jetzt schnell. Na, also ich werde den jetzt mal, damit nicht zu viel Zeit verloren geht, das alles vorbereiten, den bauen. Dann haben wir den Slice and Spice. Dann haben wir den schon mal, genau. Also, ich schneide mal kurz und wenn ich alles soweit fertig habe und vorbereitet habe, dann hole ich euch wieder mit dazu. Bis gleich.
So ein bisschen Crafting später und wir haben unseren Slice and Splice. Der Sliced and Splice, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, ist mir auch egal. Ich habe hier ein Loch gegraben, der braucht Strom. Ich brauche jetzt dann echt was Größeres hier, weil ich komme hier nicht mehr klar, schon langsam. Egal. So, Farming Station, wir brauchen so einen Z-Logic Controller, das heißt, ich brauche nochmal zwei Silikon. Das habe ich übersehen. Okay, ich habe die Solariums, die habe ich, die kommen da rein. Ich brauche nochmal eine Axt und eine Schere, alles klar. Eine Axt und eine Schere, sonst arbeitet das Ding nicht. Ich glaube, das heißt so Slice and Spice heißt irgendwie sowas ähnliches wie, irgendwas mit Axt und Scheren machen. So, einen Zombie-Kopf, den haben wir auch. Einen Zombie-Kopf. Und dann, was war das noch? Ach, zwei Silikon und ein Redstone. Zwei Silikon und ein Redstone. Habe ich noch Sand irgendwo? Ich hab Sand. Ach, ehrlich, ich habe keinen Sand mehr. Nö, habe ich nicht. Ja, dann machen wir uns halt mal kurz Sand. Ist ja alles kein Problem hier. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Wir machen uns das Sand, damit wir uns Silikon bauen können. Was brauche ich eigentlich sonst noch für das Ding, während der hier gerade einen Sand macht? Nur noch zwei Silikon und ein Redstone. Okay, Redstone ist kein Thema. Haben wir hier. Ich habe hier noch zwei Eisenpulver, die können wir kurz da rein. Ach so, der kommt aus Gravel raus, der Sand. Das ist natürlich äußerst ungeschickt, was ich hier mache. Hier. Aber Gravel habe ich ja mehr als genug. So, ich brauche zwei Silikon, mindestens 4 oder 5 Sand. Schauen wir mal. Ja, nehmen wir mal 5 Sand. Ich habe gerade das Silikon alles aufgebraucht für das andere Ding. So, hier Sand rein. Oh, Sand wird Sand. Nein, Schmarrn, das war doch gerade drin. 2, da sind sie doch. Sehr gut. So, und dann stopfen wir das hier rein. Und dann baut er uns hier diesen Z-Logic-Prozessor, den wir brauchen. Das ist dann dieses Ding. Ich brauche noch eine Diamanto. Ho. Da gehen sie aber auch die Diamanten. Die Electrical Steel habe ich auch schon vorbereitet. Na, die werden auch in Alloy-Smelter gemacht, hier mit Silikon. Da ist der Rest hingegangen gerade. Dann geschrottete Kohle, geschredderte und ein Iron-Dingeskirchen. So, und da ist unser Z-Logic-Prozessor. Und das heißt, kann ich das Ding jetzt bauen? Hey, ich habe alles. Okay, dann brauche ich hier nochmal so einen Stirling-Generator. Und was wir damit alles machen, ich glaube, das muss ich dann in der nächsten Folge machen, weil die wird schon wieder so lang hier. Ich brauche noch ein paar Conduits. Also ich werde hier mal ein bisschen was bauen zwischen den Folgen. Ich brauche dann Item-Conduits. Ach, Pulsating Iron Nuggets. 3 Stück. Oh, die habe ich gerade noch. Sau gut, also die hier brauche ich, habe ich schon mal. Ich brauche die Energy Conduits und dazu brauche ich Conductive Iron. Einfach ein bisschen Eisen mit Dings. Das haben wir auch noch nicht gebaut, gell? Naja, ich werde es vorbereiten. Machen wir mal 2 davon. Und dann bauen wir nächste Folge unsere Baumfarm auf und freuen uns unseres Lebens, dass hier automatisch Bäume geschnetzelt werden. Ich brauche dann auch noch einen Autocrafter oder sowas. Müsste aber hier irgendwas geben, ne? Crafting. Nein, das ist alles so nicht das, was ich will. Draconic. Crafting Grid brauche ich auch nicht. Aha. Ach, da gibt es sicher irgendwas. Auto. Automatic Feeder? Nein. Prozessor? Crafting Station. Das hört sich gut an. Ui, was ist das? Card Base. Alles klar, die werden wir uns dann auch noch bauen müssen, habe ich so das Gefühl, damit die Farm so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ah ja, gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Den gibt es dann nächstes Mal, da muss ich auch noch vorbereiten. Ich brauche nur grün, das geht. Gold Nuggets haben wir auch, das ist auch kein Thema. Machine Frame, ach, der schaut ja eigentlich auch recht simpel aus, den können wir eigentlich schon gleich mal bauen hier, schau.
gleich passiert. Zwei Crafting Tables, das ist ja auch kein Thema, ne? Das bauen wir auch noch gleich hier. Und dann muss ich auch die Folge schon langsam beenden, weil sonst wären wir zu lang. Genau, und die Crafting Station brauche ich, da muss ich aber, um das muss ich mich kümmern, die baue ich wie gesagt dann fertig. Uns fehlen nämlich nur die zwei Teile da. Ach ja, und das Grün, genau, das Grün. Das Grün, haben wir Glück gehabt. Machen wir mit dem hier, das machen wir dann nächstes Mal, genau. Jo, okay, dann schauen wir noch schnell, ob die Monsterfarm was gebracht hat. Ob da schon was drinnen ist. Naja, gut. Ein Skelett. Immerhin. Naja, wir werden mal sehen. Also ich werde es hier mal noch ein bisschen vor mich rumeideln, noch mal ein bisschen dingsen gehen und so. Ja, wird schon laufen. Also ein Skelett ist schon mal durch. Okay. Alles klar, gut, dann ja, hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen freuen, über Kommentare, über, wieso nur zwei, ja, ein Abo, falls es noch nicht passiert ist. Jo, und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao und servus.